Signor Doria, Virginia Goodman. Ihr Felix Leber schickt mich. Freut mich. Kommen Sie rein. Danke. Geben Sie mir 2 Minuten, um mich anzuziehen. Natürlich. Mit dem renommierten European Award for Innovation and Business Development und als Geschäftsmann des Jahres ausgezeichnet. Doria, der mit seiner Firma Global Go Tech Media in jüngster Zeit verstärkt auf dem asiatischen Markt mitmischte, plädiert auf unschuldig und sieht... Ich hatte Sie eigentlich erst später erwartet. Ja, es gab leider einen kleinen Rückschlag. Ich habe versucht, Felix zu erreichen, aber sein Telefon ist... Er ist nicht in der Stadt. Ah. Aber er hat mir gesagt... Er hat alles unter Kontrolle und arbeitet an einer Strategie mit... Ja, den Fall für Sie gewinnen kann. Ja, genau. Das hat er mir bei unserem letzten Gespräch auch gesagt. Aber da wusste ich noch nicht, was ich jetzt weiß. Und was er noch nicht weiß. Was denn? Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie noch heute als Zeuge vorgeladen werden. Was sagen Sie da? Laut meiner Quelle bei Gericht will der Staatsanwalt kurzfristig einen Zeugen aufrufen, der vielleicht den Fall komplett auf den Kopf stellen wird. Wir wissen noch nicht, wer es ist, aber er wird gerade zum Gerichtsgebäude gebracht, damit er in 3 Stunden aussagen kann. Ich habe die Wahrheit gesagt. Ihre bisherigen Angaben sind leider lückenhaft. Ich brauche alle Einzelheiten. Die Details sorgen für mehr Glaubwürdigkeit. Ich kann sie benutzen, um die Welt von ihrer Unschuld zu überzeugen. Und ich versichere Ihnen, dass ich das schaffe. Bis heute habe ich vor keinem Richter auch nur einen einzigen meiner vielen Fälle verloren. Aber Sie müssen mit mir kooperieren. Die Polizei beobachtet mich 24 Stunden lang. Ich komme mir vor wie in einer Zelle. Hätte ich meiner Aussage noch was hinzuzufügen, hätte ich das schon getan, meinen Sie nicht? Die werden Ihre sofortige Verhaftung beantragen, Signor Doria. Wir haben 180 Minuten, um nochmal von vorn anzufangen. Also rate ich Ihnen, mit der Heuchelei aufzuhören und mit mir zusammenzuarbeiten. Gut, gehen wir zurück zum Anfang. Wieso waren Sie und die Verschiedene in dem Hotel? Man hat uns gesagt, wir sollen dorthin gehen. Laura und ich hatten uns seit ein paar Monaten getroffen. Irgendjemand hat versucht, uns deshalb zu erpressen. Wir haben nur seine Anweisungen befolgt. Sie wollten 100.000 Euro. Lieber jemanden für sein Schweigen bezahlen, als 1 Million für die Scheidung beraten. Ich wollte mich nie scheiden lassen von Sonja. Ich liebe sie. Wieso dieses Hotel? 300 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Keine Ahnung. Hat Sie das nicht gewundert, dass das Hotel so abgelegen war? Wen interessiert, welches Hotel es war? Waren Sie und Ihre Geliebte vorher schon mal dort? Mein Problem ist doch vielmehr, dass irgendeiner versucht, mir einen Mord anzuhängen. Alles ist von Bedeutung, Señor Doria. Aber schon gut. Reden wir erst mal über die Nachricht auf Ihrem Telefon. Wir warteten bereits seit 2 Stunden, als die Nachricht kam. Was ist? Er hat dein Telefon. Er hat mir gerade eine Nachricht von deinem Handy geschickt. Das ist doch eine Falle. Los, gehen wir. Ich war ein paar Minuten besinnungslos. Und als ich aufwachte, ging der Albtraum los. Was ist das Erste, an das Sie sich erinnern? Das Klopfen an der Tür. Polizei!
Alles in Ordnung? Gut, machen Sie auf. Gehen Sie zur Seite. Laura! Kannst du mich hören? Bitte machen Sie auf! Laura! Komm schon! Bitte helfen Sie mir! Polizei! Hilfe! Stehen Sie auf! Los, aufstehen und Hände hoch! Da war einer hier im Zimmer. Die Hände dahin, wo ich Sie sehen kann! Ich habe nichts getan, ich weiß nicht, ehrlich nicht. Nehmen Sie die Hände hoch! Ich habe nichts getan. Und auf die Knie! Es war noch jemand anderes hier! Stehen bleiben! Keine Bewegung! Es war jemand im Zimmer! Ein Tier kann das! Keine Bewegung! Machen Sie den Gang frei! Ja. Hier im Polizeibericht steht, dass Zeugen Schreie gehört haben, aber niemanden aus dem Zimmer kommen sahen. Und Sie haben niemanden rausgehen Nein, sehen? Nein. Und dass die Tür von innen durch die Sicherheitskette verriegelt war. In dem Bericht steht auch, dass sich die Fenster von innen nicht öffnen ließen, weil das Hotel in kalten Wintermonaten die Griffe entfernt. Und es gab keine Spuren von Gewalt. Hiermit können Sie es öffnen. Danke. Sie überprüften alle Wege, auf denen man das Zimmer ungesehen verlassen konnte. Doch es wäre unmöglich, keine Spuren zu hinterlassen. Und sie fanden keinerlei Spuren. Also, nach Ihrer Version, hat sich der Mörder Ihrer Geliebten in Luft aufgelöst. Sieht so aus. Er musste nicht nur hinaus, sondern erst mal hinein. Er war schon da, als wir kamen. Aber er musste ja dennoch irgendwie reinkommen. Das Hotelpersonal hat zu Protokoll gegeben, dass nur Sie über einen Schlüssel verfügten. Der Tatort wurde ausgesucht, weil es dort einfach war, mich reinzulegen. Die Polizei sollte annehmen, Laura hatte sich in mich verliebt. Und nachdem ich, um meine Ehe zu retten, vergeblich versucht hatte, mich von ihr loszukaufen, habe ich sie umgebracht. Aber das ist völlig absurd, eine Falle. Von wem? Keine Ahnung. Warum? Ich sage Ihnen doch, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, meine Frau hat mich verlassen und meine Tochter mitgenommen. Und irgendjemand kommt mit dem Mord davon. Es sei denn, Sie lassen das nicht zu und suchen in den Wirren Ihres Lebens nach Antworten. Wissen Sie was? Was? Sie sagen, die Polizei hat recht. Nach deren Meinung hätte niemand ein Motiv gehabt, sie auf diese Weise zu vernichten. Somit ist Ihre Version ein Fantasiegebilde, Senor Doria. Es ist nicht meine Aufgabe, den Täter zu finden. Nein. Sondern Felix und Ihre. Und vor allem die der Polizei. Nicht ich, sondern die sollten Kriminelle fangen. Sie sind für die der Kriminelle. Senor Doria, wenn Sie in meine Haut stecken würden und ich würde Ihnen von dieser Verschwörung erzählen, was würden Sie über mich denken? Ich erzähle Ihnen, was geschehen ist. Ich weiß nicht, was Sie hören wollen. Wissen Sie was? In meiner 30-jährigen Karriere habe ich zwei Arten von Mandanten kennengelernt. Die, die ihre Lage erkennen und kooperieren, auch wenn das bedeutet, dass es unbequem werden kann. Und die, die denken, sie wären cleverer als ich, sich zurücklehnen und warten, dass ich sie rausboxe, ohne ihr Zutun. Zu dieser zweiten Sorte gehören Sie. Aber ich will Ihnen ein Geheimnis verraten. Ohne Leiden gibt es auch keine Erlösung. Und Sie sind nicht cleverer als ich. Haben Sie sich mal gefragt, ob der Zeuge der Staatsanwaltschaft in die Sache verwickelt sein könnte? 10 Minuten haben wir schon verschwendet, Senor Doria. Ich frage Sie das jetzt nur ein einziges Mal. Sie wissen, wer der Mann in Ihrem Hotelzimmer war, habe ich recht? Lassen Sie uns die Wahrheit herausfinden.
Wenn ich sie da rauskriegen soll, ohne dass sie für eine Zeit lang ins Gefängnis gehen, dann lügen sie mich nicht mehr an. Es fing alles vor 3 Monaten an. Liebling. Und wie ist Paris? Voller widerlicher Franzosen. Lief das Meeting nicht gut? Nein, sind uns nicht einig geworden. Mein Vater hat angerufen. Er will am Sonntag mit uns segeln. Ich habe ihm zugesagt. Er kann es kaum erwarten, Alex zu sehen. Okay. Das ist Papa. Sag mal Papa. Papa. Sonja, ich muss allmählich zum Flughafen fahren. Okay. Kommst du nach Hause oder bleibst du in Barcelona? Ich komme nach Hause zu euch beiden. Schreib mir, wenn du im Flieger sitzt. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Wer war das? Das war Sonja. Wie viel Uhr ist es? Es ist schon gleich 6, wir haben total verschlafen. Wir hätten ja nach rechts gemusst. Ja, aber der Weg hier ist kürzer. Du könntest doch schneller fahren. Soll ich fahren? Du fährst doch schon. Alles okay. Alles, was ich tue, ist Lügen. Ich glaube, wenn wir zusammen sind, lügst du nicht. Und den Rest des Tages lüge ich, weil wir zusammen sind. Du bist doch glücklich, wenn du bei mir bist. Oder? Und ich liebe es, wie ich mich fühle, wenn wir zusammen sind. Weißt du noch, was wir gesagt haben, als wir damit anfingen? Dass wir beide die Erfahrung machen wollen. Und wir haben auch gesagt, wenn die Zeit kommt... Adrian, willst du Sonja verlassen? Nein. Und ich will Bruno nicht verlassen. Deshalb ist das, was wir haben, perfekt. Man kann nicht alles haben, Laura. Man muss sein Opfer bringen. Es läuft doch gut. Alles bestens. Nein, nein, was wir tun, das ist falsch. Und das weißt du. Was das also? Es tut mir leid. Alles okay? Denke schon. Hallo? Sind Sie verletzt?
Was machst du? Ich rufe die Polizei. Das war aber nicht deine Schuld. Er ist in den scheiß Hirsch gefahren. Laura, ich war zu weit links. Er war nicht angeschnallt und hat SMS geschrieben. Hättest du mich nicht gedrängt, so schnell zu fahren, dann hätte ich noch... Du hast es gerade gesagt. Dass man Opfer bringen muss, nicht wahr? Was redest du denn da? Es geht um ihn oder uns, Adrian. Wenn wir die Polizei rufen, sind wir geliefert. Hör mir zu, hör mir zu, hör mir doch mal bitte zu. Keiner hat was gesehen. Keiner weiß das hier. Adrian, alles bleibt gleich. Dein Leben, Sonja, deine Tochter, deine Karriere. Das willst du doch nicht alles verlieren. Willst du das? Das kann ich mir nicht vorstellen. Komm, wir fahren. Startet nicht. Komm schon, bitte spring an. Spring an. Adrian. Spring endlich an, verdammte Kacke! Los, mach schon. Scheiße. Was ist? Da kommt einer. Schnell, steig aus. Überlass das mir. Tu, was ich tue. Was hast du vor? Hey! Er wird's ganz sicher merken. Würdest du mir sagen, was du vorhast? Wir hatten einen Unfall, okay? Wir hatten einen Unfall? Lass mich nur machen. Kann ich Ihnen helfen? Was ist denn passiert? Nein, nein. Ich bin ins Schleudern geraten und habe ihn gestriffen. Wir tauschen gerade Daten. Soll ich einen Rettungswagen rufen oder so? Nein, nein, nein. Alles in Ordnung, wirklich. Danke. Ganz sicher? Das ist sicher die Versicherung. Ich bin gleich zurück. Hey. Alles okay mit Ihnen? Ein Hirsch ist über die Straße gerannt. Der Schreck steckt mir noch in den Knochen. Ja? Ja, wir haben angerufen. Ja. Ist sicher alles in Ordnung? Ja, danke. Wie lange wird das dauern? Alles klar, vielen Dank. Dann bis später. Auf Wiedersehen. Ist alles geklärt? Zum Glück ist niemand verletzt worden. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Was, wenn er was gesehen hat? Hat er nicht. Vielleicht hat er den Jungen gesehen, als er hier angehalten hat. Wir müssen ihn loswerden. Ist er verrückt geworden? Der Mann im Auto ist ein Zeuge. Wenn wir ihn hier lassen, weiß er, dass wir gelogen haben. Hilf mir mal. Am besten, ich bleib hier und warte auf Hilfe, okay? Und du kümmerst dich um die Leiche. Und was soll ich tun? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, aber wir lassen alles verschwinden. Verstehst du? Und dann gehen wir getrennte Wege, wenn du willst. Es ist aus. Eine Stunde lang. Und ich fragte mich die ganze Zeit, was ich dort machte, statt bei meiner Familie zu sein.
ich nichts mit Laura gehabt hätte. Wenn wir nicht verschlafen hätten, wenn ich im Wald nicht links abgebogen wäre. Dann hätte dieser Hirsch nie vor mir die Straße gekreuzt. Es wäre nie passiert. Das Auto, wo haben Sie es gelassen? Ich hab's versenkt. Den Jungen etwa auch? Schwirrten ständig Lauras Worte durch den Kopf. Wir konnten für den Jungen ohnehin nichts mehr tun. Es war einfach ein Unfall. Er hatte keine Zukunft. Wir schon. Wir schon. Er war wie einer dieser Flecken auf der Scheibe. So musste ich die Sache sehen, um nicht wahnsinnig zu werden. Und wie ging's weiter? Ich rief Laura über meine Prepaid-SIM-Karte an und sagte ihr, wo ich war. Solche Karten benutzten wir immer, um miteinander zu sprechen. Es war furchtbar. Was ist passiert? Mein Auto hat den Geist aufgegeben. Nein, mir geht's gut, aber ich brauche einen Abschleppwagen. Ja. Wo ich bin?
Hallo. Guten Tag, alles in Ordnung? Ja, mir ist ein Hirsch reingelaufen, aber alles gut, danke. Gott sei Dank ist Ihnen nichts passiert. Lässt sich nicht starten. Der Motor springt nicht an. Ich habe die Pannenhilfe angerufen, aber die sind völlig überlastet. Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Wissen Sie, ich kenne diese Autos in- und auswendig, sind sehr zuverlässig. Zufälligerweise war ich vor Jahren Ingenieur bei BMW Spanien. Tomás Garrido. Jetzt habe ich eine Werkstatt. Nett, Sie kennenzulernen. Ich muss zurück nach Barcelona. Wenn Sie vielleicht eine Lampe hätten? Mal sehen. Das Auto gehört meiner Schwester. Sie hat es mir geliehen. Ich kenne mich hier drin nicht aus. Nicht so schlimm. Kein Problem. Ich gehe und hole meine. Ja, es ist wohl der Anlasser. Wahrscheinlich ist der Sensor des Motors auf Stopp hängen geblieben. Wenn sonst nichts beschädigt wurde, muss man nur die Steuereinheit neu verbinden und zurücksetzen. Tja, aber sonst sieht alles sehr gut aus. Wenn Sie wollen, schleppe ich Sie bis zu meinem Haus und repariere es dort. Ich kann Ihnen aber auch einen Abschleppwagen rufen, falls Ihnen das lieber ist. Und wie lange dauert das? Bis der Wagen kommt? Nein, nein, den Motor zu reparieren. Ein paar Stunden, höchstens. Okay. Dann leben Sie also in Barcelona. Und was treiben Sie hier? Meine Schwester lebt in Barbastro. Meine Frau hat in der Gegend gearbeitet. Im Naturschutzpark. Jetzt arbeitet sie in der Nähe von Bierge im Tal. 20 Minuten von zu Hause. Früher war sie Literaturprofessorin, doch sie musste aufhören. Sie hat Krebs. Darum sind wir hierher gezogen, um ein friedliches Leben zu führen. Und was machen Sie? Ich habe einen Buchladen. Ich lese wahnsinnig gern. Vor allem Bühnenstücke. Ich habe eine Schwäche für Klassiker. Meine Frau hat mich draufgebracht. Daher kennen wir uns auch, aus einer Theatergruppe. Sie war ziemlich gut, aber ich wollte nur Frauen kennenlernen. Sie haben mir gar nicht Ihren Namen verraten. Raquel. Raquel. Raquel, ihr Telefon klingelt. Ja, sehr. Hallo, Schatz. Hey, Laura. Wie war dein Shooting? Wann geht dein Flug? Ich wollte mich noch melden. Es wird leider recht spät. Kein Problem. Dann nehme ich mir noch ein bisschen Arbeit mit nach Hause. Hier kann man sich ja nicht konzentrieren. Dauernd stört irgendjemand. Ist was passiert? Wieso wird es denn zu spät? Nein, nein. Nur irgendwas mit dem Motor. Nur die Ruhe. Dann schreib mir doch, wenn du losfliegst. Nein, nein, du brauchst mich nicht abzuholen. Hey, ich werde hier was essen und arbeiten, bis es Zeit ist. Dich abzuholen. Nein, komm bitte nicht, Bruno. Laura, ist alles okay? Entschuldigung, tut mir leid. Es geht mir gut, alles in Ordnung. Entschuldige, dass ich nicht angerufen habe. Mach dir keine Gedanken, schon gut. Wir sehen uns dann daheim. Ich liebe dich. Ich dich auch. Hallo. Hallo, Liebes. Elvira, meine Frau. Und das ist Raquel. Ihr ist ein Hirsch reingerannt und jetzt ist der Anlasser kaputt. Ich repariere ihn. Nett, Sie kennenzulernen. Ja, freut mich auch. Sind Sie verletzt? Sie haben Blut an Ihrer Hand. Das ist wahrscheinlich von dem Hirsch. Dem Hirsch? Zeigen Sie mal her. Nicht, dass es sich noch entzündet. Nein, ich sag doch, es ist nichts. Tut mir leid, aber ich bin ziemlich in Eile. Dann hören wir auf zu plaudern und ich mache mich an die Arbeit. Willst du einen Kaffee? Ja, bitte. Kommen Sie rein. Nein, ich warte hier. Kein Problem. Sie wollen hier in der Kälte warten? Kommen Sie ruhig rein. Dann können Sie sich die Hände waschen. Nur zu. Kommen Sie. Ja, danke. Alles bestens. Ich bring Thomas seinen Kaffee. Bin gleich wieder zurück. Okay, danke.
Zugegeben, anfangs hatten wir auch ein paar Mal richtig Angst. Wollen Sie denn wirklich gar nichts essen? Nein, danke. Es ist wundervoll hier, aber klar, man muss sich anpassen. Kinder? Was? Haben Sie auch Kinder? Ich sehe Sie... Oh, nein. Ach. Mein Mann hätte gern welche. Tja, ich auch, aber ich arbeite viel, deswegen weiß ich nicht. Sie dürfen nicht zu lange warten. Ich habe Danny gekriegt. Ich meine Danielle, ihm gefällt Danny nicht. Da war ich schon fast 40. Ein Kind verändert ihr Leben. Aber es gibt ihnen so viel. Verzeihung. Ein hübscher Junge, oder? Er kommt bald nach Hause. Vielleicht treffen Sie ihn noch. Clara? Hallo. Nein, ich warte auf ihn. Er wollte seine Freunde treffen. Was? Die Jungs sind bei dir? Und Daniel ist nicht bei ihnen? Komisch. Er ist hier um 6 losgefahren. Ja. Er ist von der Arbeit gekommen, hat sich umgezogen und ist gleich wieder los. Ja. Okay, und das war's auch schon. Alles gut, jetzt läuft er wieder. Bleiben Sie noch zum Essen? Sicher hat meine Frau sich schon überredet. Ist gut. Ich bin wirklich spät dran. Ich muss los. Tut mir leid. Gut, Clara. Ich rufe dich gleich nochmal an. Clara sagt, dass die Jungs Danielle nicht gesehen haben. Sie dachten, er wäre bei ihr. Und was soll das heißen? Naja, er müsste eigentlich bei seinen Freunden sein, aber von denen weiß keiner etwas. Hat er denn zu dir irgendwas gesagt? Also jetzt mach dich nicht verrückt. Vielleicht hat er sich's anders überlegt. Was heißt hier verrückt machen, Thomas? Vielleicht hat er dir nicht die Wahrheit gesagt. Er hat mir gesagt, er fährt zu seinen Freunden. Wieso denn nicht? Vielleicht hat er ein Mädchen kennengelernt. Nein, Thomas, nein. Das ist schon seltsam. Ich werde ihn jetzt anrufen. Lass ihn doch in Ruhe. Er ist alt genug. Hörst du das? Natürlich. Haben Sie hier ein Handy klingeln hören? Nein. Ich probier's nochmal. Mein Sohn. Er ist nicht bei seinen Freunden und sie macht sich gleich verrückt. Wahrscheinlich aus Versehen liegen lassen. Was sagen Sie, Raquel? Ich muss jetzt leider los. Ich bin wirklich spät dran. Was von Daniel gehört. Was sollen wir jetzt tun? Bitte sag's mir. Ich habe mir was überlegt. Was liegt bei dir? Du musst entscheiden. Der Ausdruck in ihren Augen machte mir Angst. Ich entledigte mich meines Autos, ohne Spuren zu hinterlassen. Weiß nicht. In der Nähe eines Schrottplatzes.
Dann verabschiedeten wir uns und vereinbarten, dass wir uns nie wiedersehen würden. Ich meldete mein Auto als gestohlen und gab an, gerade aus Paris zurückgekommen zu sein. Sonja erzählte ich dasselbe. Und dass ich zu müde war, noch nach Hause zu fahren und deshalb in unserer Stadtwohnung schlafen würde. Doch ich konnte kein Auge zutun. Ich fühlte mich wie ein Schwindler. Wie ein Betrüger. Es hatte mich 10 Jahre gekostet, bis an die Spitze zu kommen. Aber nur im Bruchteil einer Sekunde konnte ich alles wieder verlieren. Am nächsten Tag ging ich ins Büro. Wir bereiteten Global Gotech Medias Einstieg in Asien vor. Und es wäre verdächtig gewesen, wenn ich nicht gekommen wäre. Ich hatte seit 1 Jahr versucht, das Geschäft abzuschließen. Und jetzt war es endlich soweit. Ich durfte es nicht vermasseln. Gut, dann sehen wir uns in Peking. Bevor ich nach Hause fuhr, sortierte ich meine Gedanken, um meiner Frau und meiner Tochter begegnen zu können. Ich musste eine Maske aufsetzen, um wieder der Mann zu sein, der ich eigentlich nicht war. Tja, also der Polizist meinte, es wäre nicht vollkommen ausgeschlossen. Und gerade als ich dachte, ich hätte es geschafft, passierte das Unvermeidbare. Der 23-jährige Daniel Garrido hatte die Bank, in der er arbeitet, gegen 18 Uhr verlassen. Er fuhr heim, aber nur wenige Minuten später verließ er noch einmal das Haus. Seine Eltern erwarteten ihn zum Abendessen zurück, doch er tauchte nicht auf und meldete sich nicht. Familie und Freunde starteten eine groß angelegte Suche nach ihm, da sie befürchten, er hatte einen Unfall und ist mit seinem Auto in eine Schlucht gestürzt. Das Gesicht des Vaters brannte sich in meine Netzhaut ein. Ich sah mich selbst in seinem Schmerz. Ich schwor mir, das war der letzte Fehler, den ich in meinem Leben gemacht habe. Entschuldigen Sie. Kein Problem. Ja, bitte? Bist du dir sicher? Falls sich was ändert, melde dich. Der Zeuge der Staatsanwaltschaft ist schon im Gericht. Wir wissen immer noch nicht, wer es ist, aber der Richter ist schon auf dem Weg. Ich muss unbedingt mit Felix reden. Ja? Felix, wo sind Sie? Am Flughafen von Bilbao, gerade gelandet. Virginia Goodman ist hier. Sie sagt, die Anklage ist uns einen Schritt voraus. Einen Schritt voraus? Wann fliegen Sie zurück? Heute Abend mit der letzten Maschine. Geben Sie sie mir. Er will Sie sprechen. Felix? Was ist denn los? Sie haben noch einen Zeugen berufen. Er ist jetzt schon im Gericht. Virginia? Unmöglich, dass Senor Doria heute noch aussagen muss. Bitte kümmern Sie sich um ihn, aber schicken Sie mir alle Infos. Ich bin an einer großen Sache dran. Könnte wichtig für den Fall sein. Ich melde mich in ein paar Stunden. In Ordnung. Danke, Felix. Was hat er gesagt? Alles unter Kontrolle. Seien Sie unbesorgt. Fahren Sie fort. Wo waren wir? Ich lebte wieder mein Leben. Doch die Polizei kreuzte auf. Es ist die Polizei. Das steht in keiner Akte. Woher wissen Sie das? Das sind die Einzelheiten, Senor Doria. Die Polizei in Beja hat Teile von 2 Fahrzeugen gefunden. 5 Kilometer entfernt, von dort, wo der Vermisste wohnt. Aber nirgendwo findet sich eine Akte zu diesen 2 Unfällen. Das Kuriose ist, der Vater des Jungen hat eine junge Frau mitgenommen, die genau dort einen Autounfall hatte. Am selben Tag, an dem sein Sohn verschwand. Kennen Sie sie?
Wer ist das? Hören Sie, was kümmert es meinen Mandanten, was in Birre passiert ist? Der war schließlich in Paris. Diese Frau hat dem Vater des Vermissten erzählt, dass sie einen Hirsch gestreift hat. Doch die Teile von einem zweiten Auto auf der Straße bringen uns zu der Annahme, dass irgendetwas passiert ist, das sie mit der Hilfe von irgendjemandem zu vertuschen versucht. Und? Das Nummernschild des Fahrzeugs, das die Frau gefahren hat, gehört zu einem BMW, der auf ihren Mandanten zugelassen ist. Er wurde an jenem Wochenende von einem privaten Parkplatz gestohlen. Wollen Sie Signor Doria unterstellen, dass er versucht, einen Unfall zu vertuschen, für den Sie gar keinen Beweis haben? Laut dem Bericht hier war es Ihnen nicht möglich, ein Parkticket vorzulegen, um zu beweisen, dass der Wagen dort stand. Ich hab's verloren. Statt wie sonst im Portemonnaie hatte ich's wohl in der Tasche und da ist es unterwegs rausgefallen. Ja, ich weiß. Steht so in Ihrer Aussage. Kommt Ihnen mit Sicherheit entgegen. Augenblick mal. Haben Sie die Information zu dem Kennzeichen von dem Vater des vermissten Jungen? Schätze, das kommt Ihnen wahrscheinlich gelegen. Doch die Angaben sind unbestätigt. Das versuchen wir. Sie zu bestätigen. Sie hätten meinen Mandanten nicht behelligen müssen, seinen Trip nach Paris zu belegen. Was Sie wissen wollen, kann Ihnen auch seine Sekretärin sagen. Hm. Sind wir jetzt fertig? Warum sind Sie denn so nervös? Wenn Sie es mir nicht sagen, kann ich Ihnen nicht helfen. Haben Sie irgendwas mit dem Verschwinden des Jungen zu tun? Sagen Sie es mir. Ich war nicht in Paris. Ich war mit einer Frau zusammen. Also kann Eva der Polizei gegenüber gar nicht beweisen, dass Sie in Paris waren. Ja. Können Sie es denn vielleicht so aussehen lassen? Besorgen Sie mir ein Alibi. Habe ich eine Alternative? Es ist zu Ende. Es war ein Fehler. Ich lasse nicht zu, dass so ein dummer Zufall mein Leben mit Alex und Sonja zerstört. Verstehen Sie mich? Wenn Sie mich das nächste Mal anrufen, dann erzählen Sie mir gleich alles. Sie müssen noch etwas tun. Und was? Ich will nicht, dass ich in den Polizeiakten auftauche. Ich kümmere mich drum. Mein Paris-Alibi wurde überprüft und die Polizei forschte nicht weiter nach. Felix hat den ersten Teil ihrer Abmachung erfüllt, aber nicht den zweiten. Eine meiner Quellen ist in den Akten der Polizei auf ihren Namen gestoßen. Und ich fürchte, die kann auch der Staatsanwalt einsehen. Wenn Laura nicht gewesen wäre, wäre ich nie so weit gegangen. Was hat sie getan, als sie ihr sagten, sie sollten sie bei der Polizei identifizieren? Ich hab's nicht erzählt. Ich weiß, Sie haben sie kontaktiert. Reiche Menschen wollen reich bleiben. Sie schützen sich selbst und ihr Eigentum. Wo auch immer die Reichen sich aufhalten, da gibt es stets auch Überwachungskameras. Ja? Wie hast du die Polizei dazu gebracht, zu glauben, dass Daniel Garrido abgehauen ist? Von wo aus rufst du an? Von der Telefonzelle. An einem so gut überwachten Ort zu telefonieren, ist nicht sehr clever, Signor Doria. Die Nerven sind mit mir durchgegangen. Ich weiß. Aber glauben Sie ja nicht, dass ich so dumm wäre, unmittelbar nach der Befragung bei der Polizei bei Laura anzurufen. Wann und warum? Also dann. Als ich sah, wie weit sie gehen würde. Wenn sie wusste, was sie wollte, war Laura überaus zielstrebig. Hallo. Sag hallo, Opa. So war sie bei mir, als wir uns kennenlernten. Ich würde gern zahlen. Und so war sie auch danach, um alles hinter sich zu lassen. Alles klar. Die Polizei schließt inzwischen aus, dass Daniel Garrido, der junge Mann aus Birche, der seit 3 Wochen vermisst wird, einen Autounfall hatte. Neueste Ermittlungen deuten darauf hin, dass Garrido sein Verschwinden in Wirklichkeit nur vorgetäuscht hat, um durchzubrennen. Wie es aus Polizeikreisen heißt, stahl er in der Bankfiliale, in der er arbeitete, insgesamt 50.000 Euro. Daniel Garrido hatte über Monate hinweg kleine Geldbeträge auf spezielle Konten umgeleitet und konnte so die Bank um eine nicht unerhebliche... Na, bereit zum Segeln? Ich habe gerade einen Anruf gekriegt. Dringende Besprechung mit Signor Lee. Von wo aus rufst du an? Von der Telefonzelle. Komm in 4 Stunden in dieses Café vor dem Schrottplatz. Und was ist das? Das Portemonnaie des Jungen. Ich dachte, ich könnte es noch gebrauchen. Ich steckte es ein, als wir den Jungen in den Kofferraum legten.
Nach dem Unfall hat Bruno ein paar Tage zu Hause gearbeitet. Ich nutze an einem Morgen die Gelegenheit, um das alles auf die einzig mögliche Art zu beenden. Was erzählen Sie mir da? Ihre Geliebte war nicht nur Fotografin, sondern auch Expertin am Abwickeln von Bankgeschäften? Wollen Sie die Geschworenen für dumm verkaufen? Laura hat früher mal bei der Bank gearbeitet. Im Computerbereich wurden große Fortschritte erzielt. Das müssen Sie doch am allerbesten wissen. Frischte also Ihre Geliebte auch noch nebenbei ihre Kenntnisse auf? Vielleicht hat Ihr Mann ihr geholfen. Die beiden kennen sich aus der Bank. Vielleicht hat sie ihn eingeweiht, es aber mir nicht verraten. Sie kannten Laura nicht. Sie beherrschte die Kunst der Verführung. Der perfekte Prototyp der Femme Fatale. Ist dir klar, was du da getan hast? Na, was denkst du denn? Sei unbesorgt. Hätte ich Spuren hinterlassen, säßen wir jetzt nicht hier. Was? Was ist? Würdest du mich bitte nicht so ansehen? Du hast nicht die Polizei gerufen, weil wir richtig gehandelt haben. Nein, es war nicht richtig. Adrian? Gehe ich unter? Dann gehst du mit unter. Die Polizei war bei mir. Und droh mir nicht. Nein, mein Lieber. Du drohst mir nicht. Ich habe Fotos, die beweisen, du warst nicht in Paris. Die folgenden Tage waren nicht gerade ruhig. Meine Firma stieg mit dem weltweit führenden Technologieunternehmen in den asiatischen Markt ein. Ich erhielt die Auszeichnung Geschäftsmann des Jahres und erlebte einen Ansturm der Medien. Señor Doria, wie fühlen Sie sich? Ich bin sehr glücklich, danke. Ich wurde als der Mann der Stunde verkauft. Als Vorbild für junge Menschen wie mich, dass man aus dem Nichts alles schaffen kann. Aber das war nur Fassade. Innerlich fühlte ich mich schon lange gebrochen, verdorben. Ich habe sie beigebracht. Hast du? Sie sagt schon, Papa. Sie ist jetzt bei ihren Großeltern. Signor Dori, ja? Entschuldigung. Ein Journalist will sie unbedingt sehen. Er sagt, Vater. Er kennt sie. Danke. Gern geschehen. Entschuldigt mich bitte. Trink nicht so viel davon. Bis gleich. Gleich hier rechts bitte. Danke. Ja. Señor Doria? Entschuldigen Sie, dass ich Sie hier und heute belästige. Wissen Sie, wer ich bin? Ich weiß nur, Sie sind nicht Ivan Shuto. Bitte.
Ich bin der Vater von Daniel Garrido. Ich weiß nicht, ob Sie die Nachrichten gesehen haben, aber die sagen, er ist abgehauen. Dazu würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, falls das okay für Sie ist. Ich weiß nur das, was in der Zeitung stand. Tut mir leid. Mein Sohn hat niemanden bestohlen. Und er ist auch nicht abgehauen. Mein Sohn ist tot. Und irgendeiner lacht über meine Frau und mich. An dem Tag, als Sie mit der Polizei sprachen, waren Elvira und ich auch dort. Ich weiß, was ich gesehen habe. Unser Sohn hat noch mit dem Handy telefoniert, kurz bevor Tomas die Frau auf der Straße mitgenommen hat. Es ist also unmöglich, dass es die ganze Zeit zu Hause lag. Die Frau hat es mitgebracht. Und das bedeutet, dass sie meinem Sohn irgendwo begegnet sein muss. Und sie war nicht allein. Da war noch jemand bei ihr. Aber wie können Sie da so sicher sein? Das habe ich Ihnen bereits gesagt. Sie musste erst den Fahrersitz einstellen. Sie war gar nicht gefahren. Sie hat mich belogen. Das Auto gehört meiner Schwester. Sie hat es mir geliehen. Ich kenne mich hier drin nicht aus. Sie hat gelogen. Und niemand lügt ohne Grund. Sie hat zu ihrem Schutz gelogen. Oder zu ihrem Schutz. Haben Sie Feuer? Diese Frau verbirgt etwas. Genauso wie Sie. Ich weiß leider wirklich nichts. Ich war zu dem Zeitpunkt in Paris. Das hat die Polizei auch gesagt. Aber ein paar Flugtickets und eine Hotelreservierung beweisen noch gar nichts. Trotzdem vertrauten wir der Polizei und fuhren nach Hause. Doch als es einige Tage später in den Nachrichten hieß, mein Sohn wäre ein Dieb, wusste ich, dass das nur konstruiert war. Das passte nicht zu Daniel. Er hat nie etwas Unrechtes getan. Das kann nicht sein. Wir sind uns so absolut sicher. Es war Ihr Sohn. Ich bitte Sie, das ist doch... Meine Frau war am Boden zerstört, als sie erkannte, was das bedeutete. Aber ich gab nicht auf. Und ich folgte der einzigen Spur, die ich hatte. Ihnen. Ich sah, dass sie schon durch eine kleine Bodenwelle alles verlieren konnten. Und zuzugeben, dass sie nicht in Paris waren, sondern eine andere Frau getroffen haben, käme wohl einem Schlagloch gleich. Ich ging noch einmal zur Polizei. Ich habe doch selbst mit dieser anderen Frau gesehen. Ich war... Aber man wollte mir immer noch nicht glauben. Da wurde mir klar, wie mächtig sie sind. Ein Wolf mit Macht wirkt größer, als er ist. Aber ich habe keine Angst vor Wölfen wie Ihnen. Wenn Sie die furchtbarste Erfahrung gemacht haben, die Eltern erleiden können, das eigene Kind zu verlieren, nicht zu wissen, was mit ihm geschehen ist, ohne dass es jemanden kümmert, dann gibt es für Sie keine Angst mehr. Dann gibt es nichts mehr für Sie. Sie werden bald rausfinden, dass ich mich hier reingemogelt habe. Also sagen Sie mir die Wahrheit. Wo ist mein Sohn? Ich versichere Ihnen, Sie irren sich. Sie waren in diesem Auto mit dieser Frau, die überhaupt nicht Raquel heißt. Sie hatten einen Unfall an der Stelle, an der ich die Frau fand. Und das Auto meines Sohnes war dort. Haben Sie sich schlicht seiner entledigt? War es so einfach? Señor Doria, ist das das, was passiert ist? Von Vater zu Vater. Meine Frau und ich wissen, dass unser Sohn nicht mehr lebt. Alles, was wir wollen, ist ihn finden und in Frieden beerdigen. Señor, kommen Sie bitte. Fassen Sie mich nicht an. Bitte kommen Sie mit. Du sollst mich nicht anfassen. Bitte, Señor Doria, ich flehe Sie an. Fassen Sie mich nicht an. Hände weg. Angenommen, dass Ihre Tochter spurlos verschwunden wäre, dann würden Sie den Übeltäter auch wissen lassen wollen, dass er damit nicht davonkommen wird. Verdammter Hurensohn! Gehen wir wieder rein.
Birche. Niemand brachte ihn mit mir in Verbindung. Telefon? Und er tat es auch nicht. Haben Sie eine Telefonnummer? Er wusste, das hätte alles nur komplizierter gemacht. Und Felix sorgte dafür, dass mein Name aus allen Akten zu dem Fall verschwand. Er kehrte nach Hause zurück, gerade noch mit genug Energie, um sich um seine Frau zu kümmern. Danach verschwand er aus meinem Leben. Ich hörte nie wieder von ihm. Gut. Jetzt haben Sie alle Karten auf den Tisch gelegt. Zwei Morde, zwei Leichen. Tja, also der Mord an Ihrer Geliebten scheint eine direkte Folge des Todes von Daniel Garrido zu sein. Aber für die Polizei gibt es nur einen Mord, denn sie haben auch nur eine Leiche gefunden. Die von Laura Vidal. Und der einzige Verdächtige sind Sie. Aber für uns beide und für Daniel Garridos Eltern gibt es noch einen zweiten Toten. Und zwar den vermissten Jungen. Und die Garridos vermuten, dass sie und ihre Geliebte ihn getötet haben. Da sie ermordet wurde, sind jetzt nur noch sie übrig. Worauf bringt sie dieses Rätsel? Worauf bringt es denn sie? Es bringt mich auf das Mysterium mit dem Hotelzimmer. Auf den Mann, der ihre Geliebte umgebracht hat und sich dann einfach in Luft aufgelöst hat. Jemand, von dem es eine Verbindung zu Daniel Garrido gibt. Naja, ein Autofahrer hatte uns Hilfe angeboten. Kann ich Ihnen helfen? Sollen die Geschworenen denken, dieser Fahrer hat sie ins Hotel gelockt? Tja, aber wozu, Señor Doria? Um uns zu erpressen. Er wusste immerhin, dass wir schuldig waren. Er wusste nur nicht, wer ich bin und dass Laura nicht meine Frau war. Einzelheiten, Señor Doria. Die Geschworenen schlucken ihre überaus verdrehte These nur dann, wenn sie durch Details glaubhaft wird. Ich habe Ihnen noch nicht erzählt, wie er uns ins Hotel Bella Vista gelockt hat. Señor Doria, das hier ist für Sie gekommen. Ich weiß, was du und deine kleine Freundin getan habt. Der Preis für mein Schweigen sind 100.000 Euro. In kleinen, unmarkierten Scheinen. Wenn ich das Geld nicht noch heute bekomme, schicke ich dieses Foto an die Polizei. Dann werden sie Daniel Garrido finden. Um Punkt 17 Uhr werdet ihr beide zum Bahnhof von Jeffe kommen. Seid pünktlich. Ich rufe in der Telefonzelle auf dem Parkplatz an und sage euch, wo ihr mir das Geld übergeben werdet. Kommt alleine, aber nicht ohne das Geld. Versucht nicht, mich reinzulegen, sonst rufe ich die Polizei. Das Päckchen wurde vor 3 Tagen in Birche abgeschickt. Als Absender steht darauf Daniel Garrido. Hast du dort das? Ja, sieht aus wie die Stelle. Ja. Señor Doria, ist Ihnen der Mund aufgefallen? Wir haben heute Nacht einen riesigen Vollmond. Der ist genauso enorm wie das Loch in der Geschichte, die Sie mir erzählen. Ich war mit der Geschichte auch noch nicht fertig. Woher soll der Mann etwas über den Sumpf gewusst haben? Noch ehe das Auto sank, hörte ich ein Geräusch. Was, wenn es nicht nur ein Hirsch war? Vielleicht hat der Laura die Geschichte mit dem Unfall nicht abgekauft. Zum Glück ist niemand verletzt worden. Ja, danke. Vielleicht hat er was gesehen oder Verdacht geschöpft. Dann hat er sich irgendwo versteckt und uns beobachtet. Klar, ich verstehe Ihr Problem. Sie versuchen mit Ihrer Geschichte von Daniel Garridos Tod abzulenken, ja? Wie bitte? Der fremde Mann hat es auf Geld abgesehen. Wenn wir uns auf die Erpressung durch den Autofahrer konzentrieren und den armen Jungen außen vor lassen, dann sehen Sie gleich unschuldiger aus. Haben Sie vielleicht eine bessere Idee? Ich werde Ihnen jetzt 3 Fragen stellen. Können Sie mir auch nur eine davon beantworten? Dann bleiben wir bei Ihrer haarsträubenden Story. Erstens. Wieso schickt er Ihnen eine ihn belastende Nachricht auf Ihr Mobiltelefon?
Zweitens, warum nahm der Mörder das Geld nicht mit, wenn es ihm doch hauptsächlich darum ging? Und drittens, wie hat er es geschafft, unbemerkt in das Zimmer hinein und wieder hinaus zu gelangen, so als wäre er ein Phantom? Sehen Sie, so geben Sie dem Staatsanwalt genau das, was er will, zusammenhangslosen Mist, der den Anschein, als könnten Sie mit einer stichhaltigen Geschichte aufwarten, zunichte macht. Fangen Sie nicht wieder damit an. Überraschen Sie mich, beantworten Sie eine der Fragen. Aber gern. Ich sage Ihnen, was passiert sein könnte nach dem, was Sie mir erzählt haben. Ich bitte darum. Gehen wir zurück zum Bahnhof. Sie hatten gesagt, dass Sie der Erpresser genau um 17 Uhr angerufen hat. Es ist 17 Uhr, das muss er sein. Wir sollten nicht zusammen gesehen werden. Hallo? Ich warte auf euch im Hotel Bella Vista. Ihr könnt es nur mit der Zahnradbahn erreichen, die durch das Tal fährt. Ich habe Zimmer 750 für euch reserviert. Noch etwas. Legt dein Handy in den Mülleimer neben der Telefonzelle. Dann steigt in den Zug, der bereits auf Gleis 1 steht. Wenn du das Handy nicht da lässt, wird die Polizei Daniel Garridos Leiche finden. Ich werde mal fragen. Warte hier, okay? Guten Tag. Guten Tag. Ich habe reserviert. Zimmer 715, bitte. Ja. Ja, auf den Namen Adrian Duria? Füllen Sie bitte dieses Formular aus. Ich hole Ihren Schlüssel. Hat dich jemand gesehen? Gibt's weitere Instruktionen? Bisher noch nicht. Was ist? Er hat mir gerade eine SMS von deinem Handy geschickt. Das ist doch eine Falle. Los, gehen wir. Sie glauben, dass Tomasz Garrido der Mann in dem Zimmer war? Sie etwa nicht? Das ist eine plausible Variante zu Ihrer Verteidigung. Das könnten wir dem Richter verkaufen. Tomasz Garrido hat ein überzeugendes Motiv, um einen Mord zu begehen. Der Vater weiß, dass die Polizei,
Die, die für das Verschwinden seines Sohnes verantwortlich sind, schützt. Er hat nur eine Möglichkeit. Er muss sie selbst zur Rechenschaft ziehen. Und einen der beiden umzubringen, um den anderen zu belasten, wäre eine Option. Ganz genau. Und es hat perfekt funktioniert. Alle dachten, sie wären schuldig, Senor Doria. Die Polizei, ihre eigene Frau und auch ihre Geschäftspartner. Tomás Garrido hat ihnen nicht nur den Mord an ihrer Geliebten angehängt, er zerstörte auch ihr Leben und ihre Firma. Und nur Felix konnte sie für 1 Million Euro Kaution aus dem Gefängnis holen. Zusammen haben sie sich die Sache mit der Verschwörung ausgedacht. Und ich vermute, er hat mich engagiert, weil er sich nicht sicher war, ob diese These genügen würde. Ihr Anwalt wusste, dass ich, wenn mich die Geschichte überzeugt, auch die Geschworenen überzeugen könnte. Sie haben jemanden engagiert, der mir für die Verhandlung Worte in den Mund legt, Felix? Sie ist die Beste darin, Zeugen vorzubereiten. Vor 2 Wochen ist sie in Rente gegangen, aber sie nimmt noch diesen einen letzten Fall an. Und ich kann dir versichern, sie will nicht verlieren. Der einzige Weg, um zu beweisen, dass sie ihre Geliebte nicht umgebracht haben, ist, Tomás Garrido mit hineinzuziehen. Und das bedeutet zuzugeben, was mit seinem Sohn passiert ist. Ja, aber das hilft uns nicht, wenn wir nicht herausfinden können, wie er unbemerkt aus dem Zimmer gelangen konnte. Denn als ich zu mir kam, war da niemand. Hilfe! Polizei! Sind Sie vertraut mit dem Konzept des Querdenkens, Senor Doria? Es besteht darin, die Perspektive zu verändern, aus der Sie gewisse Ereignisse analysieren. Ein Beispiel. In einer Holzscheune, die ansonsten vollkommen leer ist, wird ein in der Mitte des Hauptbalkens baumelnder erhängter Mann gefunden. Das Seil, an dem er sich erhängt hat, ist 3 Meter lang und seine Füße hängen 30 Zentimeter über dem Boden. Bis zur nächsten Wand sind es exakt 6 Meter Entfernung. Den Balken erreicht man weder über die eine noch über die andere Wand. Und trotzdem hat es der Mann geschafft, sich aufzuhängen. Es fragt sich nur, wie? Er hat sich auf einen Eisblock gestellt, der später dann geschmolzen ist. Das hier ist Ihre Holzscheune. Das hier ist die Fotoakte der Polizei zu Ihrem Fall. Die Antwort ist ganz sicher, hier irgendwo in Ihrer Story zu finden. Und was sollte ich da sehen? Die Details, Senor Doria. Achten Sie auf die Details. Sie hatten sie schon die ganze Zeit direkt vor der Nase. Aber Sie müssen sie zuerst aus einer anderen Perspektive betrachten. Was, wenn die Lösung für das Rätsel niemals in dem Hotelzimmer zu finden war, sondern außerhalb? Jetzt arbeitet sie in der Nähe von Bjerge im Tal. 20 Minuten von zu Hause. Dieses abgelegene Hotel wurde nicht zufällig ausgewählt. Tomás Garrido hat sie in die Falle laufen lassen. Das hier ist für Sie. Er könnte Ihnen das Päckchen geschickt haben, um abzuwarten, wie Sie die Puzzleteile falsch zusammensetzen, während Sie nicht ahnen, was in Wirklichkeit vor sich geht. Denn nur so konnte er Gewissheit über die Verbindung zwischen Ihnen und Raquel erlangen. Hallo? Ich warte auf euch im Hotel Bella Vista. Er konnte nichts von dem Sumpf wissen. Die Gegend, in der sie ihn versenkt haben, ist voller sumpfiger Seen. Und die Einheimischen wissen das. Tomás Garrido musste doch nur einen Köder auswerfen und warten, dass sie anbeißen. Und das haben sie getan. Ist das das, was passiert ist? Sie haben sich selbst verraten. Und Laura aufgegeben. Thank you.
Guten Tag. Ich habe reserviert. Zimmer 715, bitte. So konnte Tomasz Garrido in das Zimmer und wieder hinaus gelangen, ohne eine einzige Spur zu hinterlassen. Alles, was er tun musste, war in 715 auf sie und Laura zu warten. Während er sich versteckte, schickte er die Nachricht von Lauras Handy ab. Er hat mir gerade eine SMS von deinem Handy geschickt. Dann schlug er sie K.O., um ungestört zu sein. Und das perfekte Verbrechen zu begehen. Hast du das gehört? Wenn es so war, hat Tomasz Garrido alle Vorbereitungen getroffen, die Sache ihnen in die Schuhe zu schieben und mit Hilfe seiner Frau ungesehen wieder zu verschwinden. Um sie zu belasten, ließ er das Geld da, brachte Lauras Handy zurück und sorgte dafür, dass ihre Fingerabdrücke auf der Mordwaffe gefunden werden. Zimmer 715. Bitte machen Sie Platz. Machen Sie bitte den Gang frei. Gut, machen Sie sie auf. Keine Bewegung! Ich bin unsicher. Machen Sie den Gang frei! Ja, hier gehen Sie weiter. Kommen Sie schon. Ruf die Spurensicherung. Jungs, verständigt die Spurensicherung. Wir haben hier eine Leiche. Des Jungen war der Grund dafür, dass sie uns in dieses Hotel gelockt haben. Alles, was sie tun musste, war, ihren Mann verschwinden zu lassen, sodass man mich für schuldig hielt. Und die Polizei ist nie auf die Frau gekommen, weil Felix ihren Namen aus den Ermittlungsakten zum Tode des Jungen löschen ließ. Entschuldigung. Ja, bitte. Ganz bestimmt? Hundertprozentig? Ich verstehe. Okay, danke. Der Zeuge des Staatsanwalts? Wir kennen immer noch nicht seinen Namen, aber wir wissen, wer es ist. Der Autofahrer. Das bedeutet, wir müssen uns schnell etwas überlegen. Das bedeutet auch, dass ich am Arsch bin. Noch nicht ganz, wenn Sie auf mich hören. Angenommen, Sie waren an jenem Tag nicht mit Ihrer Geliebten in dieser Ferienhütte. Sondern in Paris, gemäß Ihrem Alibi. Laura hat die Hütte gemietet, auf Ihren eigenen Namen. Also waren Sie auch nicht an dem Unfall beteiligt, bei dem Daniel Garrido ums Leben gekommen ist. Hallo? Das Nummernschild und andere Indizien sind unwesentlich. In Wirklichkeit war es Lauras durchtriebener Plan, vorzutäuschen, dass der Junge wegen Veruntreuung auf der Flucht ist. Wir müssen den Richter davon überzeugen, dass Sie nur ein weiteres von Lauras Opfer waren. Und dass Sie nur in dem Hotelzimmer waren, weil sie sie um Hilfe gebeten hatte. Vielleicht wussten Sie bis zu dem Moment gar nichts von Daniel Garrido. Und der Vater gibt Ihnen zu Unrecht die Schuld am Verschwinden seines Sohnes. Sie wollen mich zu Lauras Opfer machen. Jetzt brauchen wir nur noch eine direkte Verbindung von ihr zu Daniel Garridos Leiche. Tja, und wie stellen Sie die her? Wir verstecken etwas von Laura in dem versenkten Auto.
Wir müssen nur Sie mit Daniels Verschwinden belasten, dann sind Sie aus dem Schneider. Ihre einzige Straftat besteht dann darin, dass Sie Ihrer Geliebten geholfen haben, den Unfall zu verschleiern. Wo haben Sie es versenkt? Wir informieren die Polizei anonym darüber, wo die Leiche liegt. Sie müssen überhaupt nichts zugeben. Doch ohne Leiche kein Verbrechen. Und ohne das können wir die Geschworenen nicht davon überzeugen, dass der Mord an Laura Vidal nicht aus Leidenschaft erfolgt ist. Wir bleiben sehr nah an der Wahrheit, ohne uns die Finger zu verbrennen. Ich verbrenne mich spätestens dann, wenn der Staatsanwalt seinen Trumpf ausspielt. Hey, hallo. Der Autofahrer wird aussagen, dass ich am Unfallort war. Kann ich Ihnen helfen? Felix hat erfolglos versucht, ihn zu finden. Die Staatsanwaltschaft hat überhaupt keinen Zeugen. Was sagen Sie da? Keiner hat sich mit dem Richter getroffen. Das habe ich alles erfunden, denn nur so kam ich an die benötigten Informationen. Sagen Sie mal, wollen Sie mich verarschen? Wieso haben Sie mir nicht von Anfang an die Wahrheit gesagt? Ich wollte Ihre Theorie zu Tomasz Galidos unbemerkten Verschwinden hören. Ich wusste die ganze Zeit, dass er es war. Und es war nicht schwer herauszufinden, dass seine Frau in dem Hotel arbeitet. Warum haben Sie gewartet, bis ich es Ihnen sage? Um sicherzugehen, dass ich mein Leben in Ihre Hände legen kann, Signora Goodman. Wo haben Sie das Auto versenkt? Hier habe ich es ins Wasser geschoben. Ich muss Ihnen noch was erzählen. Ich dachte, er wäre tot. Das schwöre ich. An dem Punkt, an dem wir uns befanden, gab es kein Zurück mehr. Hätte die Polizei den Jungen gefunden, hätte mich die Obduktion verraten. Ich musste sicherstellen, dass sie mir helfen, das zu verhindern. Meine Aufgabe ist es, Sie vor dem Gefängnis zu bewahren. Und nicht davor, wer Sie sind. Das ist Schwachsinn, Senor Doria. Sie werden von jetzt an tun, was ich sage. Sie brauchen mich. Der Junge hätte eigentlich tot sein müssen. Ich musste mich im Bruchteil einer Sekunde entscheiden. Belügen Sie sich doch nicht selbst! Ein Mörder sind Sie! Soll das wieder einer von Ihren Tests sein? Sie wollen sehen, ob ich den Attacken des Staatsanwalts standhalte. Was Sie gerade erzählt haben, ändert alles. Sie sind jetzt in meinen Händen. Sie haben mir genug gesagt. Wenn ich diese Informationen vor Gericht ausbreite, sind Sie für immer ruiniert. Aber das dürfen Sie nicht tun! Verstehen Sie, das geht nicht. Genau das will der Staatsanwalt sehen. Ihre Verzweiflung. Sie war sehr leicht, aus Ihnen rauszukitzeln. Wenn Sie mich beleidigen wollen, nur zu. Ja, das will der Staatsanwalt natürlich auch sehen. Das miese, arrogante Arschloch in Ihnen. Schluss jetzt! Sind Sie nicht hier, um mich zu verteidigen? Ist doch so. Dann verteidigen Sie mich. Ich verspreche Ihnen, meine Erfolgssträhne wird nicht mit meinem letzten Fall abreißen. Also, von nun an werde ich die Sache auf meine Art angehen. Doch dazu muss ich sicher sein, dass nicht noch weitere Überraschungen auf mich warten. Es gibt keine. Ach nicht? Nein, das ist alles. Dennoch denke ich, dass Sie mich nur benutzen. Sie testen Ihre verfälschte Version der Fakten an mir wie an einem Karnickel. Welcher Teil stimmt denn nicht? Kann ja auch sein, vielleicht ist alles so passiert, wie Sie es sagen. Doch was, wenn nicht Laura die Abmachung gebrochen hat, dass Sie sich nicht mehr sehen, sondern Sie? Hast du die Polizei dazu gebracht, zu glauben, dass Daniel Garrido abgehauen ist? Komm in 4 Stunden in das Café vor dem Schrottplatz. Also gut.
Komm nicht zu spät. Ich werde pünktlich da sein. Klar. Denn Garrido hatte über Monate hinweg kleine Geldbeträge auf spezielle Konten umgeleitet. Vielleicht haben auch Sie das Portemonnaie des Jungen mitgenommen. Adrian, was ist das? Das Portemonnaie des Jungen. Ich habe es eingesteckt, als wir ihn in den Kofferraum gelegt haben. Sie hatten zu jeder Zeit die Mittel und Kontakte, den Lauf der Dinge zu beeinflussen, ohne eine Spur zu hinterlassen. So gut wie erledigt. Das ist nicht wahr. Das können Sie nicht beweisen. Und Sie nicht das Gegenteil. Gehen wir doch noch ein Stück weiter zurück. Hallo? Die Details sorgen für mehr Glaubwürdigkeit. Was machst du? Ich rufe die Polizei. Hör mir zu. Das war nicht unsere Schuld. Er ist in den Hirsch gefahren. Was willst du denn damit sagen? Was, wenn er was gesehen hat? Hat er nicht. Wir müssen ihn loswerden. Was? Vielleicht wurde ja Laura Vidal in eine ausweglose Situation gebracht, die sie nicht mehr kontrollieren konnte. Laut diesem ärztlichen Attest litt ihre Geliebte unter akuten Angstzuständen nach ihrer Rückkehr von der angeblichen Reise nach Paris. Auch jemand Herzloses wie Sie kann mal einen Zusammenbruch haben. Das ergibt leider überhaupt keinen Sinn, Signor Doria. Hätte die Frau das alles eingefädelt, dann hätten Sie den Jungen doch wohl sicher retten wollen. Aber Sie haben ihn ertränkt. Die Schuldgefühle machten ihr schwer zu schaffen. Und zogen sie immer weiter runter. Bis sie erkannte, dass es nur einen Weg gab, ihre Würde zurückzubekommen. Sie konnte diesen armen Eltern nicht ihren Sohn zurückgeben. Aber was sie tun konnte, war, ihnen die Wahrheit zu sagen. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht davon abgehalten habe. Tut mir wirklich leid. Daniel. Sie organisierte ein Treffen in dem Hotel, in dem die Mutter arbeitet. Ein abgeschiedener Ort, an dem sie ihren Plan ausführen konnte. Sie fuhr allein durch das Tal nach Birche. Als sie am Bahnhof vor dem Hotel angekommen war, rief sie von einer Telefonzelle aus an, damit sie keinen Verdacht schöpften. Jemand weiß etwas. Sie erzählte ihnen, der Autofahrer hätte etwas gesehen. Und da fällt dir nichts anderes ein. Sie ausfindig gemacht und würde sie jetzt erpressen. Okay, bleib da, wo du bist. Auf diese Weise wollte sie diese armen Menschen für ihren Verlust entschädigen. Sie brachte es nicht fertig, die Eltern mit leeren Händen zurückzulassen. Im Hotelzimmer angekommen, musste sie nur noch warten und den zweiten Teil ihres Plans umsetzen. Vorsichtshalber schrieb sie ihnen eine SMS und programmierte sie auf späteren Versand. Laura wusste, dass sie es nicht zugeben würden, weil sie sich nur um eines auf der Welt scheren, und zwar um sich selbst. Sie achteten darauf, dass sie niemand das Zimmer betreten sah, in dem Laura auf sie wartete. Für Laura gab es jetzt kein Zurück mehr. Und als sie ihnen von ihrem Plan erzählte, haben sie die Fassung verloren. Das geht uns beide an, dich und mich. Du kümmerst dich um deine Angelegenheit. Lies die SMS. Als sie ihre programmierte Nachricht lasen, erkannten sie, dass sie ihr in die Falle gegangen waren. Ich habe das Zimmer auf dich reserviert. Wir werden ihnen das Geld geben. Du sagst ihnen, wo du ihren Sohn hingebracht hast, und dann werden wir uns stellen. Adrian. Es gibt kein Zurück. Ich habe sie nicht umgebracht. Und ich werde nie vor Gericht aussagen. Verstanden?
Niemals. Sie haben sie umgebracht und waren eingesperrt. Sie konnten aus dem Zimmer nicht fliehen. Hallo? Alles okay bei Ihnen? Sie dachten, mit Lauras Nachricht könnten Sie sich aus der Affäre ziehen und überlegten, wie Sie diesen abstrusen Einfall untermauern könnten. Haben Tomasz Garrido und seine Frau nicht den Mund aufgemacht? Wenn Laura Ihnen die Wahrheit gesagt hat, wieso rufen Sie dann nicht die Polizei an? Weil Sie wissen, Sie würden sich nie belasten, indem Sie Ihnen sagen, wo Sie die Leiche Ihres Sohnes finden. Und ohne Leichnam ist ein Verbrechen nur schwer zu beweisen. Und Sie wissen auch, dass Sie alles dafür tun würden, um ungestraft zu entwischen. Sie würden Ihnen sogar noch den Mord an Ihrer Geliebten anhängen. Kommen Sie mal mit. Zweites Fenster rechts in der vorletzten Etage. Sehen Sie genau hin, Signor Doria. Tomasz Garrido vertraut der Polizei schon lange nicht mehr. Er nimmt das Gesetz jetzt lieber selbst in die Hand, deswegen beobachtet er sie. Sie vermuten Dinge, die Sie nicht wissen können. Ich weiß mehr über Tomasz Garrido, als Sie denken. Woher? Sie sind doch clever, finden Sie es raus. Ich will eine Antwort von Ihnen. Als Tomasz und seine Frau bei dem Hotel ankamen und von Lauras Tod erfuhren, wurde ihnen klar, was passiert war. Sicher überlegten sie, wie die Chancen für eine Verurteilung standen. Doch da sie kein Vertrauen mehr in die Justiz hatten, entschieden sie sich, ihren Feind zu beobachten und zu warten. Alles, was sie tun konnten, war, sie im Auge zu behalten. Tomasz Garrido klebte wie ihr Schatten an ihren Fersen. Er fand ein leerstehendes Apartment genau gegenüber von ihrer Wohnung und mietete es unter falschem Namen an. Von da an hatte er sie und jeden, der bei ihnen war, jederzeit im Blick. Jedes Treffen, jede Unterhaltung, jede einzelne ihrer Bewegungen. Tomasz Garrido war da, um alles mit anzusehen. Und selbstverständlich kam er auch auf mich. Wer war dieser Mann? Und was machte er von meinem Büro? Mir wurde klar, dass er Felix gefolgt sein musste. Ich ließ ihn überwachen, um über seine Schritte auf dem Laufenden zu bleiben. Also hat der Vater des Jungen sie auf mich gebracht und nicht umgekehrt. Und sie folgten seiner Fährte zurück zu Daniel Garrido. Dieses Foto beweist, dass alles so passiert sein könnte, wie ich es sage. Sie hören einfach nicht zu und kümmern sich nicht um die Einzelheiten. Die Mutter des Jungen war in dem Zimmer. Das habe ich nur behauptet. Sie hatte frei an dem Tag. Sie fuhr mit ihrem Mann hin, um sich dort mit Laura zu treffen. Aber das Foto beweist doch, dass die Mutter dieses Jungen dieses dort war. Dieses Foto hier, Senor Doria, ist eine Fälschung. Es ist nur eine Fotomontage. Achten Sie mal auf den Spiegel. Und jetzt sagen Sie mir, wollen Sie meine Hilfe? Soll der Richter glauben, dass Sie kein Mörder sind? Dann geben Sie wenigstens mir gegenüber zu, dass Sie Laura getötet. Adrian, sind Sie da? Ihr Handy ist leider aus. Rufen Sie mich baldmöglichst zurück.
Das Wunder, auf das wir gehofft haben, ist geschehen. Rufen Sie ihn an. Das klingt wichtig. 10 Minuten Pause, dann fangen wir nochmal von vorn an. Die richtige Strategie für Ihre Verteidigung habe ich bereits. Keine Sorge. Ich muss mal raus, um den Kopf frei zu kriegen. Haben Sie Kaffee? Ja. Gut, den werden wir auch brauchen. Es wird eine lange Nacht. Okay. Signora Goodman. Danke. Felix? Ich habe versucht, Sie anzurufen. Ja, mein Handy war aus. Was gibt's? Ich habe ihn gefunden. Sie waren niemals auf dieser Straße. Können wir ihm denn vertrauen? Absolut, würde ich sagen. Wie läuft es mit Virginia Goodman? Ich musste ihr alles erzählen. Alles? Alles. Was für ein Gefühl haben Sie? Sie hatten recht. Sie ist wirklich gut. Wir können ihr vertrauen. Ach, was war das eigentlich für eine Geschichte mit der Staatsanwaltschaft? Ich habe Virginia am Telefon. Ach, alles okay, sei unbesorgt. Was zum Teufel war das? Was ist da los? Felix, hören Sie mich? Augenblick, ich rufe gleich zurück. Verdammte Scheiße. Keiner hat sich mit dem Richter getroffen. Die Staatsanwaltschaft hat überhaupt keinen Zeugen. Das habe ich alles erfunden, denn nur so kam ich an die benötigten Informationen. Aber dieses Foto beweist doch, dass... Dieses Foto, Señor Doria, ist eine Fälschung. Es ist eine Fotomontage. Sie vermuten Dinge, die Sie nicht wissen können. Ich weiß mehr über Tomás Garrido, als Sie denken. Woher? Sie sind doch clever, finden Sie's raus? Meine Frau und ich wissen, dass unser Sohn nicht mehr lebt. Alles, was wir noch wollen, ist ihn finden und in Frieden beerdigen. Doch da Sie kein Vertrauen mehr in die Justiz hatten, entschieden Sie sich, Ihren Feind zu beobachten und zu warten. Daher kennen wir uns auch, aus einer Theatergruppe. Sie haben mir genug gesagt, wenn ich diese Informationen vor Gericht ausbreite, sind Sie für immer ruiniert. Sie sind jetzt in meinen Händen. Adrian, sind Sie da? Ihr Handy ist leider aus. Alles unter Kontrolle. Und die Garridos vermuten, dass Sie und Ihre Geliebte ihn getötet haben. Da sie ermordet wurde, sind jetzt nur noch Sie übrig. Wo haben Sie ihn versenkt? Ohne Leiden gibt es auch keine Erlösung. Und Sie sind nicht cleverer als ich.
Polizei. Kann ich Ihnen helfen? Senor Doria? Mein Name ist Tomás Garrido. Ich bin Virginia Goodman. Ich bin der Vater von Daniel Garrido. Ich würde Ihnen gerne erzählen, was mit meinem Sohn passiert ist.